Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute möchte ich Sie über den aktuellen Stand der Planungen vom Feuerwehrhaus berichten. In der Marktgemeinderatssitzung vom 21. September wurde der Bauantrag zum Neubau unseres Feuerwehrhauses beschlossen. Der jetzige Standort wurde an den Maschinenring Unterallgäu veräußert. Dieser wird die erworbene Immobilie zu seinem Geschäfts- und Vereinssitz um- und ausbauen. Arkheim bekommt dadurch eine weitere wichtige landwirtschaftliche Institution auf seine Gemarkung. Vorausgegangen war eine gut zweijährige Beratung über den Neubau. Marktgemeinderat und die Feuerwehr haben es sich nicht leicht gemacht, eine zielführende Planung auf das Papier zu bringen. In sehr vielen Sitzungen und Planungsrunden wurde ein praktikables Raumkonzept erarbeitet. Im Blick war immer auf der einen Seite das Spannungsfeld zwischen einer zukunftsfähigen, tragfähigen Lösung für mehrere Jahrzehnte und die Finanzierbarkeit auf der anderen Seite. Der neue Standort liegt auf der südwestlichen Seite vom jetzigen Feuerwehrstandort, direkt nördlich der ehemaligen B18 und jetzigen Kreisstraße. Das Architekturbüro Sick und Fischbach hat den Bauantrag final fertiggestellt. Der Neubau wird mit ca. 5 Millionen Euro veranschlagt. Das ist für unsere Marktgemeinde sehr viel Geld und wird nicht ohne Aufnahme eines Darlehens zu finanzieren sein. Träger der Feuerwehren sind die Gemeinden als unterste politische Ebene, die diese Aufgabe als Pflichtaufgaben wahrnehmen müssen. Für solche Bauvorhaben hat der Staat natürlich Zuschüsse vorgesehen. Die Feuerwehr hat ihren festen Standort im Dorf. Sie gehört dazu wie der Kirchturm, das Rathaus, der Bäcker, der Metzger oder das Wirtshaus. Und vermutlich ist es genau diese tiefe Verwurzelung, die im Umkehrschluss auch eine ganz starke Identifikation der Feuerwehrangehörigen mit der Dorfgemeinschaft ausmacht. Der Wahlspruch der Feuerwehr Gott zu Ehr, dem Nächsten zu Wehr ist mehr als ein Lippenbekenntnis und zeigt sich nicht selten in einem ganz großen Engagement, das durch die regelmäßige Unterstützung des Brauchtums und der dörflichen Gemeinschaft weit über die eigentlichen Pflichtaufgaben der Feuerwehr hinausgeht. Wenn alles nach Plan läuft, wird in diesem Jahr die Ausschreibung vorbereitet und über den Winter ausgeschrieben. In der ersten Jahreshälfte 2022 möchten wir mit dem Bau beginnen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Beteiligten ganz, ganz herzlich für die Zusammenarbeit und wertvolle Diskussionen bedanken. Ich wünsche dem Bauvorhaben gutes Gelingen, rasches Vorankommen und vor allem die Einhaltung des Kostenrahmens. Ihr Bürgermeister Christian Seeberger.